Die Gattung der Trompetenfische gehört zur Ordnung der Seenadelartigen, umfasst nur drei bekannte Arten und steht monotypisch in der Familie Aulostomidae oder so ähnlich. Ihr schlankerer, langgezogener Körper, ich glaube, ich bin damit nicht gemeint, macht sie nahezu unverwechselbar. Lediglich eine Verwechslung mit den noch schlankeren, meist aber auch längeren und blasseren Flötenfischen liegt nahe. Aber schon fürs nächste Mal. Deswegen, ich wollte unbedingt den zweiten Satz auch noch vorlesen. Angeschaut gerade. Oh, dann gehst du mal mit Hammer. Okay. Okay. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Rodcast, dem Angel-Podcast mit einem leicht albernen Thomas Bawinski und einem mal wieder topfitten Sascha Totenhausen. In dieser Folge unsere Angelziele für 2019. Wie stehen Thomas und ich zu Catch and Release? Und was ist der maximale Köderpreis? 100 Euro, ist das geil oder ist das einfach viel zu teuer? Moin, moin. Hallo. So, heute mal hier wie nennt sich das, ungewohnter Umgebung bei mir, weil ich nicht im Büro bin, sondern safe zu Hause heute mal. Ja, das läuft doch. Bist du unsafe, wenn du im Büro bist? Ja, aber dann, das sieht ja aus wie der letzte Schweinestall bei mir. Mein Schreibtisch ist voll mit, ich habe Angst. Also wenn es raschelt, dann bin ich es auf jeden Fall. Glaube ich, weil das ist, ja, naja, wenn ich so mich umgucke, einfach nur in den Raum hinein, was da alles für ein Scheiß liegt und alles nur Angelklamotten. Aber so ist das, was kennt ihr ja alle wahrscheinlich. Ich habe mir jetzt auch mal den Flötenfisch angeguckt. Naja, aber lass mal kurz, der Trompetenfisch. Der Trompetenfisch ist übrigens aus der Community. Nämlich einer, der mal mitgemacht hat. Das ist, muss man ja, ich weiß nicht mehr den Namen, aber Props gehen auf jeden Fall dafür raus. Ja, Junge, Alter, wie kann man... Ja, vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Steffi, also meine Frau sagt, der sieht aus vorne wie eine Kuh. Und ich habe mir gedacht, aber hinten sieht er aus wie ein Hecht. Und dann ist das eine Kreuzung zwischen Kuh und Hecht? Ja, quasi. Ein Cowpike. Ja. oder wenn er in Amerika rumschwimmen würde, wäre das ein Kowski. Kowski, ja, richtig. Kowski, okay. Ja. Ja. Was soll's. Wasser angeln? Yes. Ah, ich hab's gesehen, Alter, du warst erfolgreich. Penner. Was heißt erfolgreich? Also sagen wir mal so, ich war ja auf Forelle aus und das Endergebnis waren 5 fette Döbel. Aber, also sagen wir mal so, über eine Barbe hätte ich mich jetzt noch richtig gefreut. Aber so, ey, das ist, irgendwie ist es verrückt. Ich weiß nicht, ob ich kenne mich mit Barben nicht genug, gut genug aus. Ich weiß nicht, ob die wandern oder was. Aber in der Wupper sind keine Barben mehr. Ich weiß nicht, wo die alle stecken. Aber pro Wupper, ich habe gehört, die Schwebebahn fährt wieder, zumindest für Testzwecke. Bullshit, Alter, Bullshit. Habe ich gehört. Ja, Mann. Ja, haben die jetzt groß breit getreten hier. Die Schwebebahn fährt wieder. Ja, zu Testzwecken. Und wann soll die dann wieder starten? Im August. Ja, Alter. Es muss ja, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Abbiegungen so eine Schwebebahn nehmen kann. Ich nehme mal an, keine. Also die müssen alle getestet sein. Ey. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Weißt du, die sollen sich alle mal eine Scheibe an den Holländern abschneiden. Wirklich. Da ist eine Baustelle, die ist genau 6 Stunden da. Dann haben die mal eben ein gesamtes Autobahnkreuz in eine andere Fahrtrichtung umgebaut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe auch den Eindruck, wenn ich nach Holland reinfahre, fahre ich immer den anderen Weg raus, weil die so schnell umbauen. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wie der Internetunterschied zwischen Deutschland und Holland ist? Der ist ungefähr 3000. Was für eine Maßeinheit auch immer, aber ja. Ja. Also von dritte Weltland, Deutschland,
zu erste Weltland Niederlande. Ja. Ungefähr so. So, und jetzt kommen die ganzen, jetzt kommen die aber, ja, aber da ist ja auch flach. Ne, aber ist ja trotzdem Bullshit. Ja, klar, ist vielleicht flacher als bei uns, aber ey, Leute. Ja, aber direkt hinter der Grenze ist ja auch flach. Ja, ja, du hast recht. Und da hast du nur E. Ja, direkt hinter der Grenze, wenn du noch, wenn du von Holland nach Deutschland fährst, weißt du auch, wofür deine Stoßdämpfer da sind. Weil die schlagartig mit der Grenze, ne? Schlagartig wird dir scheiß Asphalt auch richtig behindert. Ja, ja, das ist, damit du auf der langen Strecke nicht einschläfst. Ach so, okay. Ja, ja, ey, könnten die Holländer auch mal machen, ne? Die denken auch gar nicht mehr. Ja, das, ja. Ja. Das ist eine sehr gute Idee, ja. Das können wir schon machen, ja. Das ist kein Problem. Ja, ich war auch angeln. Ich war auch angeln mit Mario. Tschüss. Oder wie Fred Kotowski sagt, mit Mayo. Mayo. Aber stimmt, wir hatten noch geschrieben, ne? Ja, wo warst du? Wir waren überall. So, erstmal schickt uns Roman nach Duisburg. Ich wollte mal was anderes so sehen, ne? Und dann sage ich, okay, was machen wir? Duisburg sah ganz cool aus. Ist halt, ich dachte immer, wenn jemand Duisburg geschrieben hat, dann meint er Duisburg und hat es falsch geschrieben. Aber hey, ist nicht so. Tatsächlich war eine True Story, so doof bin ich. So, anderes Thema. Auf jeden Fall war da alles. Da war ein Polder, da war, keine Ahnung, der Twente-Kanal ist nicht, oder wie heißt der, Twente, was weiß ich, wieder ausgesprochen wird. Ist nicht weit, Eisel ist nicht weit und so weiter. Dachte mir, okay, irgendwo muss ja da was gehen, so ein bisschen, ne? Und ja, dann haben wir den erst wirklich, Roman schickt mir einen Standort, ersten Standort, den wir eingegeben haben, wir kamen da an und dann habe ich noch gedacht, ach, gucke ich noch mal, ob man hier angeln darf. Da durfte man natürlich nicht, ne? Durfte man nicht. Und dann haben wir uns da trotzdem dann so einen Polder, kleinen Poldergraben gesucht. Der sah schon aus, als ob der eigentlich irgendwie keinen anderen Wasserzugang hatte, sondern irgendwie nur zu so einem Wohngebiet gehört. Haben wir trotzdem versucht, weil wir da angeln durften. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben alles gemacht und waren am Ende bei einer Grundel angelangt. Ja, immerhin. Fisch, aber ne? Die waren, also ich wurde immer kleiner. Ich wurde immer kleiner, also von den Ködern her. Ich hatte am Ende, habe ich nur noch, ach, das war so ein ganz dünner Schwanz von einem Köder mit dem kleinsten Haken, den ich hatte. Und die Grundel, die gebissen hat, die hat, glaube ich, sich einfach nur in diesen Schwanz verhakt. Und dann habe ich die einfach so rauskatapultiert, weil ich unbedingt nicht als Schneider nach Hause gehen wollte. So, piu! Und dann flog sie dann auf die Wiese und dann habe ich tatsächlich einen Fisch gehabt. Ja, so kann es, das ist, weißt du, was das Schlimme ist? Wenn ich das war ja das Highlight dieser Tour und dann, es war so traurig für einen ganzen Angeltag, aber egal. Wären wir mal mehr zu den Buhnen gegangen, aber wir hatten beide keinen Bock, der Mario und ich, auf Buhnen angeln, und dann sind wir weitergezogen, hätten wir das mal lieber gemacht. Ich habe gehört von den Dudes, die ich kenne, die unterwegs waren, dass das ein wenig erfolgreicher war als das, was wir gemacht haben. Ja, weißt du, im Nachhinein bist du immer schlauer. Ja. Halt so. Er hätte ja auch nicht geheißen, dass wir auch was gefangen hätten, davon mal ab. Naja, so war's. Ja, aber immerhin bist du mal rausgekommen. Ja, das war mega. Bist den Benzin verbrannt. Das war mega, geiles Wetter und ich war ja auch schon ein bisschen länger nicht. Ein Tag, beziehungsweise letzter Tag vor der Schonzeit, trotzdem hat es mega gebockt. Und Mario ist echt ein cooler Typ, da lacht man ja auch ein bisschen. So nicht so wie mit dir. Ja, so. Sorry. Ja. Naja. Okay, hast du eine News der Woche? News der Woche? Ich habe eine. Ich habe wirklich nur eine und ich weiß, und es ist eigentlich nicht meine richtige News der Woche. Ja, meine News der Woche ist, dass Schonzeit begonnen hat. Ich hasse es. Ich hasse es so verdammt mich nochmal. Ganz ehrlich, wie stehst du zur Schonzeit? Ist keine schöne Zeit. Also ich habe mir aber dieses Jahr vorgenommen, was dran zu ändern. Ja. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ja, tatsächlich, okay. Also ich habe mir mal auch, ich habe mir vorgenommen, dass ich eventuell, wenn jetzt die Zeit irgendwie vereinbart, entweder nach Holland oder nach Ostfriesland fahre, einmal fiedern. Das habe ich jetzt schon 2-3 Jahre nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ja, ich würde fiedern fahren, wenn die Schnur noch auf meinen Fiederrollen nicht komplett in der Fritten ist. Sonst würde ich es lassen. Aber wenn ich daran ziehe und die ist kaputt, dann hätte ich keinen Bock, das nochmal neu zu bespulen. Und wenn das in Ordnung wäre, dann da hätte ich Bock drauf. So, aber das ist jetzt nur so, weil irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber sonst habe ich auch echt, ich habe noch einen anderen Plan, aber da komme ich gleich noch zu, wie gesagt. Du hast einen Plan Urlaub, oder? Du bist doch in Italien, glaube ich. Ach so. Ja, nächsten Monat. Die Jungs machen mich schon wahnsinnig mit irgendwelchen Ködern, die ich unbedingt brauche.
Ja, ist natürlich auch alles nur halb geplant. Naja, Daniel sitzt ja direkt an der Quelle, gelaufen. Dann kann er ja. Was so. Sagst Ja, du, oh. Richtig. Richtig. Ja, und Marc ist ja auch dabei, Marc ist ja bei Spro. Und der sitzt ja auch an der Quelle. Also insofern, ja, es wird schon irgendwie gehen, aber ich hatte jetzt halt diesen Prozess des Angelrouten-Aussuchens. Und der hat mich hart genervt, weil alle waren schon, also Marc hatte schon sein Zeug, Daniel hat schon sein Zeug, nur ich stand einfach ohne Zeug da. Und ja, also es musste der Kompromiss sein zwischen ich würde gerne einen Köderfisch raushängen und, oh, da vorne springen Thunfische, da würde ich gerne mal hinwerfen. Und also da einen Kompromiss dazwischen aber zu ich finden, sag jetzt ist mal, halt echt zwei Routen schwer. waren nicht drin. Ja, hätte ich direkt Peter Zwegert anrufen können. Weißt du, wie teuer so ein Zeug ist? Ja, ich habe mich jetzt für eine Quantum Carbo als Rolle entschieden, weil ist jetzt auch keine Stella oder so, aber die ist, glaube ich, ganz gut, die kann das auch ab. Und die kann ich dann auch nochmal, wenn ich mal wieder mit AIDA unterwegs bin oder was, kann ich die auch nochmal verwenden. Und die Route habe ich jetzt, glaube ich, eine Finnor oder so, die hat Daniel mir ausgesucht. Keine Ahnung. Ja. Finnor? Gehört auch, glaube ich, Junge, zum Alter, Quantum, ihr seid nur meine auf ich. Quantum aus. Sag nicht nein, sag jetzt nicht nein. Ja, weil Shimano ist halt ja doof. Ich bin kein Freund von Shimano. Ja, stimmt. Ich habe auch gehört, dass sie total die schlechten Sachen bauen, vor allem im Rollenbereich. Also so eine Vanquish oder so eine Stella soll der letzte Müll sein. Ja, habe ich auch schon oft gehört. So, oh nein, nicht schon wieder eine Shimano-Rolle. Die ist doof. Die verkauft dich eine Strade, verkauft dich auch gar nicht. Und so. Ja. Naja, also ich angel ja nur Shimano, muss ich sagen. Also rollenmäßig. Routen habe ich nur so Billigrouten mal von Shimano von früher. Aber Rolle habe ich fast nur Shimano-Rollen, es sei denn, ich teste mal was anderes. Aber. Ja, ich überleg mal, ob ich. Also ich bin jetzt gerade dabei, ob ich. Alter, die neue wird so geil. Also beziehungsweise ist so geil. Auch optisch jetzt endlich mal. Das ist einfach nur schwarz gehalten und das ist ja meine absolute Lieblingsrolle. Nur, wenn du die natürlich, also ich weiß nicht, ich würde die jetzt nicht, ehrlich gesagt, ist das für mich eine Rolle, die ich aus sehr feinem Gerät nur angeln würde. Ich weiß nicht, wie die ausgelegt ist, wenn du da mit 30 Gramm oder 40 oder 50, sollte die natürlich abkönnen. Aber Oleg hat gesagt, wird er nicht machen und dann habe ich ich war einmal am Rhein da mit Jiggen und Oleg meinte, nein. Und dann habe ich auch danach gelassen, aber dann war ich schon dran. Okay. Naja. Ja, ich sag mal so, Jiggen ist für, es gibt meines Erachtens gibt es keine Rolle, die das kann natürlich vielleicht auch sein. Ja, es kommt drauf an, also ich sag. Also ich hab noch nie eine Stella besessen, keine Ahnung, vielleicht ist das des Rätsels Lösung, aber ich ja, so was ich so gehört habe, ist das jetzt auch nicht so, dass man jetzt, da muss man halt 600 Euro investieren, dann hat man halt die perfekte Rolle. Ja, also so ist es nicht, glaube ich. Ich habe ja mal letztes Jahr in eine Stella investiert. Also es ist natürlich Butter. Aber bestimmt eine Tausender, oder? Nein, war eine Zweieinhalber. Habe ich mir. Okay, mal, yes. Also Big Bait. Ich habe sogar eine 4000er Rolle, eine alte, schöne Rarenium. Oder wie diese. Modell, ich glaube Rarenium. Das, was leider nicht mehr verkauft wird von Shimano, weil die gedacht haben, scheiße, für 150 Euro ist die einfach zu gut. Die müsste eigentlich 250 kosten, also nehmen wir sie raus. So. Beste Marketing. Ja, leider, das sind wirklich geile Rollen. Also ich habe eine, ist ja auch egal, aber 4000er und eine 2,5er. Aber so die Stella, die hat ja auch die zwei dicken Hechte rausgeholt und so, das muss man schon sagen. Das ist jetzt nicht wegen der Stella jetzt gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch mit einer anderen Rolle geschafft, aber grundsätzlich macht das trotzdem, das ist echt ein cooles Feeling mit der Rolle, aber ich glaube, was so in Richtung Haltbarkeit ist, ist glaube ich auch der Einsatzgebiet, ne? wo du den Shit halt angelst, wenn du jetzt wirklich viele Hänger hast, ja, und dagegen ballerst oder so, um Hänger zu lösen, irgendwie mal zu gucken, dann beanspruchst du die ja vielleicht schon ein bisschen mehr, als wenn du, also ich sag jetzt mal so am See oder was weiß ich, halt angelst. Das ist vielleicht auch nochmal, aber hey, Philosophie.
Da kann, weißt du sowieso nichts, was da richtig ist oder falsch. Ja. Ich habe eine News der Woche. Ich habe noch eine. Also wie gesagt, ist vielleicht nicht eine News der Woche, aber hast du bestimmt, du hast es mitbekommen, vielleicht viele andere nicht. Es ist aber, denke ich, legitim, dass wir das hier sagen, weil das alles der gleiche Homie-Kreis ist und alles hier Familien. Buddy und Fabsi, die haben ihren YouTube-Channel Move the Bait wieder gelauncht. Eigentlich ist das ja der alte Channel von Sebastian Bienapfel. Und die haben jetzt... Das habe ich verstanden. Der denkt sich, das ist ein richtiger Marketing-Experte. Ne? Der könnte anscheinend jetzt auch bei Shimano arbeiten. Der denkt sich einfach, wir sind wieder das, schreibt er, obwohl die nie zusammen einen YouTube-Channel besessen haben. Aber gemeint ist ganz einfach, dass er und Fabi Gräfe halt eben, glaube ich, ich habe nicht mit denen gesprochen, aber dass die halt zusammen, die wohnen ja schon zusammen und so. Und ich vermute, dass das auch eine homosexuelle Beziehung ist zwischen den beiden. Ja, und ich vermute, dass sie dann halt eben ihr Treiben auf dem Boot. Und was machen die beiden, was machen die Freundinnen? Das ist nur dabei? Ablenkung. Kamerafrau. Ich sag Kamerafrau. Ach so. Ja, ich sag Kamerafrau. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die ihren ersten, ich glaube sogar, das war das letzte offene Wochenende, glaube ich. Ja. Ja, das war vor der Schonzeit. Wo ich eigentlich auch hochfahren wollte. Du warst ja gar nicht. Ja. Hat dann doch nicht geklappt. Hat der Giaguzzo wieder abgesagt? Der Giaguzzo abgesagt, der musste arbeiten und dann hatte ich aber auch keinen Bock alleine, weil Daniel musste auch irgendwas machen. Ja. Und dann habe ich es dann auch gelassen. Mich mal fragen können oder so. Aber ich meine. Habe ich mir selber was gesucht. Ja. Ja, ich war gut bedient. Du warst doch gut bedient, Mann. Mit deiner Grunde. Ja, aber nette Gesellschaft hatte ich. Ja. Auf jeden Fall, schaut es euch an. Move the Bait heißt er jetzt, der Channel. Nicht mehr SB-Fishing oder wie der hieß, sondern Move the Bait. Und ich fand die Aufnahmen schon geil, weil die arbeiten auch mit Drohne und so ein bisschen. Also ich fand es wirklich cool, viel mit Slow-Mo, wie ich das gesehen habe. Fand ich so von den Aufnahmen her geil. Ich gucke ja eher so auf das Cineastische, weil Fische sieht man überall. Und aber trotzdem war geil. Also muss ich sagen, hat mir gefallen, das Video. Kann ich mal. Also ich fand's besonders, besonders cool. Also es war jetzt natürlich nicht. Aber das muss es nicht. Muss es nicht. Aber genau, also ich fand ganz gut, dass Fabian erklärt hat, was er da macht. Das fand ich gut. Ja. Und wie er sich da die Stellen raussucht. Und die Aufnahmen geben sich natürlich auch echt eine Menge Mühe, um anständige Aufnahmen aufzunehmen. Genau. Trotzdem haben die fünfmal so viele YouTube-Abonnenten wie ich. Egal. Aber ey, YouTube-Community, fuck you, kann ich sagen, weil das so behindert ist die Angelbranche. Das muss ich an alle Leute, an alle 30 Leute, die den Podcast hören. Also das finde ich, das muss man wirklich mal sagen. Ich habe ja dieses Lachs-Video rausgebracht, wo ich bei Fabi Gräfe beim Rheinischen Fischereiverband, glaube ich, heißt das war, die Lachsaufzucht. So, ja. Das ist eigentlich ein richtig cooles Thema. Es ist vielleicht nicht, aber man sieht, das ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so online. Ich glaube, das hat nicht mal 500 Views. Jetzt ist mein Channel jetzt vielleicht auch nicht so der stärkste von den Abonnenten her. Ich meine, 1100, ein bisschen mehr habe ich, aber trotzdem, so die Resonanz, ja, selbst zu irgendeinem fucking Weihnachtsvideo, wo wir uns irgendwie bedanken, ehrlicherweise, muss ich dazu sagen, ja, ist größer, als wenn man wirklich sich Mühe gibt und mal Angeln von der anderen Seite zeigt, so was auch notwendig ist. Wo gehen die Gebühren hin, die ich bezahle, wenn ich einen Angelschein mir beim Amt erneuern lasse und so weiter? Wo geht der ganze Shit hin? Das interessiert nämlich keine Sau. Aber wenn ich jetzt geschrieben hätte, ich hätte den größten Scheiß-Barsch ever gefangen, ja, dann wären sie alle halt eben draufgegangen. So. Und das ist halt so, wo ich sage, die einen sagen ja, alles hier Big L und so, alles nur Kommerz und so, aber die wollen es ja nicht anders sehen, das muss man auch dazu sagen. So, und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, muss ich wirklich sagen. Ihr merkt das, ich bin ein bisschen bissig, weil ich eigentlich mehr von solchen Videos bringen wollte, um das ganze Thema Angeln auch mal von der anderen Seite zu zeigen. Wohl wissen, dass es nicht die Mega-Klickbringer waren, aber ich meine jetzt so 3 Wochen oder so, nicht mal 500 Views, das fand ich echt ein bisschen traurig. Boah, was für ein Monolog, Alter. Bäm. Ohne Scheiß. Hast du da die ganzen persönlichen Gefühle mit rein? Ja, aber ist doch so. So, jetzt, wenn ich noch. Alter, ich habe mir das Video auch nicht angeguckt.
Sorry, Bro. Sorry. Ganz ehrlich. Penner. Du Judas. Ohne Scheiß. Ich hab's gesehen, hab gedacht, interessiert mich nicht, ja, und hab weitergewischt. Ja, aber was ich finde, ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich wusste es ja, aber ich fand, das fand ich, ja, darf man sich nicht wundern, dass die Branche so ist, wie sie ist, wenn sich da einige daran stören. Okay, okay, pass auf, ein View wirst du mehr bekommen, ich werde es mir musst du bitte auf mein weißes T-Shirt achten, ich glaube, mein Cutter hat einfach die Weißtöne total überdreht, ich sehe aus wie Meister Popper. Gerade so ein strahlendes wirklich, Alter, wie so ein strahlendes, so gerade aus der Waschmaschine, so der christliche Fischerino, so. Der Engel. Ja, na gut. Ja. Egal. Der Uli Bayer. Mit so einem Heiligenschein. Oh Mann. Ja, sollen wir das posten? Ja, okay. Ja, raus. Ich habe schon nicht verstanden, warum du es nicht du ja immer so vorsichtig. Warum du es nicht direkt rausgehauen hast. Bloß nicht. Aber hat sich auch keiner, ich habe ja Uli Bayer verlinkt, ne? Und Jan Schoß hat sich keiner gemeldet bei mir. Oder mal geliked. Ja. Sozusagen. Oder mal Danke gesagt bei dir. Von dieser ganzen Werbung. Ich hab mich Erstickung gehalten, aber bei dir hätten sie sich wirklich bedankt. Alles wäre auch Bullshit, scheißegal, Alter. Aber ich dachte, vielleicht interessiert es dir ja, was wir hier für nette Sachen dann über die sagen, teilweise. Teilweise nicht, teilweise ja. Okay. Ja. Okay. Wir haben eine Mail bekommen, Digga. Tschüss. Wir haben tatsächlich, ja. Wirklich? Es ist kein Witz. Mr. Benjo hat uns nämlich geschrieben, ein treuer Hörer, und hat uns direkt drei Fragen gestellt. Der war auch zweimal mit auf der Fischerino-Tour. Genau. Und so, ich, daher kenne ich. Genau. Übrigens sind auch Plätze frei für die, die noch Bock haben im November. Vollgeguidetes Event: ein Tag Streetfischen, ein Tag Bootsangeln. Und für, ich glaube, im Endeffekt 530 Euro oder sowas um den Dreh, 8 Tage lang mit Boot unterwegs sein zu dürfen, plus 2 Tage Guidings, plus Abendessen. Ich denke, so viel ist legitim, wenn wir jetzt mal vielleicht einmal Werbung für unser Event machen. Das soll, kann man, glaube ich, nirgendwo. Ist keine Saufveranstaltung wie bei anderen. Ja, okay, ein bisschen Alkohol fließt, das will ich nicht sagen, aber so, Ja, aber in Maßen, ne? Geht halt, ja, es geht schon echt um Angeln. Da, ne? So, und dann, für einen gehört halt Alkohol mit dazu und für den anderen halt nicht, aber kannst du durchballern. 8 Tage lang, eigentlich eine ganz coole Sache, und es war ja auch immer grandios, das muss man ja wirklich sagen. So, soll ich mal eine Frage vorlesen, die er gestellt hat? So, also, ja, Benjo, bitte. Ich denke, ich habe zwar jetzt hier keine DSGVO-Einwilligung, aber ich kann ja wohl jetzt sagen, ne? So, ich muss mal kurz gucken. So, die sind zur Ostsee. Er ist mit 2 Leuten zur Ostsee gefahren, Meerforelle angeln und haben versucht mit, was war jetzt die Frage, so, ob wir das auch schon mal gemacht haben, vorausgesetzt, es gibt eine Warthose in meiner Größe. Und da muss ich jetzt einmal kurz sagen, fick dich. Und aber er hat ja recht, weil er hat ja recht. Also nein, ich habe es noch nicht gemacht. Hast du es schon mal gemacht an der Ostsee? Mefo? Hast du Bock? Nee. Mich ja nee. Auch nicht. Also jetzt noch nicht. Ja, vielleicht irgendwann mal. Aber, ja, aber tatsächlich habe ich jetzt, und ich habe mir die Frage erst heute durchgelesen, und die kam jetzt irgendwie schon vor ein paar Tagen rein. Ich habe mir das heute erst alles nochmal durchgelesen, um mich hier so ein bisschen vorzubereiten. Ich habe tatsächlich, bin ich jetzt dabei, mir eine Warthose zu kaufen. Und es gibt. Habe ich gesehen, hast du ja bei Facebook gepostet. Aber wofür? Gepostet? Hast du es nicht irgendwo oder bei WhatsApp oder so irgendwas gefragt? Genau, bei Facebook habe ich das. Warthosen. Weil für Schonzeit, dachte ich mir. So, mal ein bisschen Forelle und, ja genau. Schwimmen gehen oder was? Durch Bachwaden, habe ich mir gedacht. Das kann man nämlich hier bei uns ganz gut. Lenne zum Beispiel und so weiter. Und schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Mich interessiert das ganze Thema Bellyboot tatsächlich irgendwie. So, und kennst du den Andreas? Auch der ist noch ein bisschen fundiger als ich, vom Bock auf Barsch.
Der hat irgendwie so einen Hersteller, der macht für Bellyboote, irgendwie kennt er da einen und da wollen wir mal zusammen auch ein Video machen. Da wollte ich mir auch so ein bisschen halt, ich muss ja irgendwie, ich kann ja nicht mit Badehose da reingehen. Und wäre auch natürlich geil, Alter, in so einer ganz engen Badehose einfach mal so oberkörperfrei. Nur so eine Badehose, die in allem verschwindet, weißt du? Hautfarben auch noch. Ja, auf jeden Fall irgendwie, dass so Bellyboote für etwas, ich sag mal, schwerere Leute mit mehr Tragkraft. Ich weiß nicht, ich kann dir jetzt leider auch den Namen nicht sagen und von des. Also ein Schlauchboot oder was? mir fallen keine Beleidigungen mehr ein. So, und ja, da wollte ich mich halt ein bisschen vorbereiten drauf. So, und jetzt habe ich das ganze Thema durch. Aber du hast dich, ich Warthose sowas besitze nicht, ne? Oder ja, hast du die Frage nicht verstanden, oder? Achso. Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden. Ja, besitze ich tatsächlich. Gibt es eine lustige Geschichte zu. Und zwar war ein Monat, wo ich nicht so viel Kohle mehr hatte. Und wir sind dann am Anfang des nächsten Monats sind wir nach Stralsund gefahren. Wo wir irgendwie ein paar Tage vom Boot aus, aber auch ein paar Tage vom Ufer aus fischen wollten. Und der Besitzer vom Angelladen, wo der Daniel arbeitet, meinte, wir müssen eine Warthose mitnehmen, weil die Hechte und Hornhechte da alle so flach stehen. Und sobald wir die er sagte mehrfach, und ich zitiere, sobald wir die Warthose anhaben, werden wir uns dumm und dusselig fangen. So, also habe ich mit meinem letzten zusammengekratzten Geld habe ich die für 80 Euro mir so eine Neopren Warthose gekauft. Ja, irgendwas okay, was da war halt, ne? So, und dann haben wir uns auch richtig vorbereitet, richtige Routen und so mitgenommen, sind dann dahin gefahren und ich glaube, wir haben 13 Stunden oder so im Wasser gestanden. Und ich hatte genau einen kleinen Hecht. Und das war's. Und vom Boot aus lief es dann deutlich besser. Und seitdem ist es ein geflügeltes Wort, ein geflügelter Spruch, sobald du eine Warthose anhast, fängst du dich an. Wer war das, Daniel? Arthur. Nee, Arthur. Okay. Arthur. Ja, auf jeden Fall. Ja, und als in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich oft bin ich oft in die Wupper gestiegen, um mit der Warthose da zu angeln. Und habe dann irgendwann aber festgestellt, dass die Scheuchwirkung dieser Warthose so groß ist, dass du dann eigentlich gar nicht mehr zu fischen brauchst. Vielleicht bin ich da ungeschickt und bewege mich da blöd im Wasser, aber sobald ich mit der Warthose reingestiegen bin, hätte ich auch direkt wieder aufhören können. Deswegen fische ich eigentlich in der Wupper nur vom Ufer aus. Also nur okay. Vom Trocknen. Man muss ja auch gegen den Strom warten. Ja, habe ich ja auch alles gemacht, aber trotzdem. Aber ist das dahinter im Background, ist das Bobbidi? Achso. Nee, das sind Hunde draußen. Nee, Bobby ist im Moment nicht bei uns, der ist bei meinen Schülern. Okay. Der Bobbidi, der bellt ja auch nicht. Der schnarcht nur. Okay. Hast du den eigentlich schon mal beim Angeln mitgehabt? Ja, bester Hund zum Angeln. Bester Hund. Ohne Scheiß. Also falls sich irgendeiner der Zuhörer mal überlegt, einen Hund zu kaufen, der auch zum Angeln geeignet ist, denkt über einen Mops nach. Die sind wirklich, das hört sich lustig an und die sehen ja auch süß aus und die ganzen Frauen finden den auch niedlich, dies, das. Aber du hast noch nie so eine treue Seele gehabt. Und der bleibt einfach sitzen und der hält den Mund und der bellt nicht. Der ist einfach glücklich und froh, wenn er bei ist. Ich war mal mit unserer Hündin, das ist ja ein Jack Russell Dackelmischling. Aber das war nichts. Also der ist der Jagdtrieb einfach da. Egal was ich da, das ist nur, was ich, egal was ich am Haken hatte, die flippt aus. Die flippt einfach aus, wie wirklich. Also dann hört sie sich an, wie so, die quiekt dann auch so. Also ganz, ich kann dir das gar nicht nachmachen. Ich würde es jetzt gerne können. Aber Parodien sind dein Ding. So, und nicht mal unseren Hund. Nachdem ich über die Scheiße unseres großen Hundes letztes Mal geredet habe, kann ich ja, auf jeden Fall, ich würde auch gerne, ich würde so ein Angel-Hunde-Buddy, das wäre schon geil auch irgendwie. So. Also, wie gesagt, Mops ist genau das Richtige. Hört sich auch blöd an und sieht auch erstmal blöd aus, wenn du da am Angelplatz mit deinem Boot ankommst und dann steigt ein Mops aus. Aber
Die sind so cool vom Charakter, die. Ich stelle mir gerade vor, wie die aussehen, beim Wallerangeln gibt es ja auch so Haus aus Wasser mit diesen Wallerhölzern und so. Ich stelle mir gerade vor, ob man auch so einen Mops, wenn er so atmet, oder so, ob man damit auch was anlocken kann. So einfach so Kopf über unter Wasser für 3 Sekunden und auf einmal kommt der Hecht oder so. Könnte sein. Ja, aber die, du willst ja deinen Mops. Nein, der soll nicht in den Mops beißen, einfach nur, genauso wie beim Wallerangeln, einfach nur, ja, dann kommen sie. So, dann kommen sie, als ob du Blut auslegst, also, wenn du Haie angeln willst. Macht man das, Haie angeln? Ich habe keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Du weißt, was bestimmt, ich meine. Bestimmt, bestimmt, ja, bestimmt. Okay, also das war, also wollen wir nicht, machen wir nicht, aber eine Wartehose für mich gibt es tatsächlich, du Arschloch. Damit ist Benjo gemeint, ja. Von welchem ich habe jetzt noch keine gekauft, pass auf, voll eine Problematik. Ich weiß nicht, ob, also Hodgman habe ich auf jeden Fall. Das ist jetzt gerade so in der näheren Auswahl. Die Sims-Hosen, die dann auch die Größen für mich haben, da bezahlst du ja 800 oder 1000 Euro. Das ist mir dann doch zu viel. Und die Hodgman kostet irgendwie 300, die ich jetzt hatte in meiner Größe. Und bei ADH Fishing, das wurde mir auch angeboten. Echt cooler Laden, muss ich sagen. So total hilfsbereit. Und wofür steht ADH? Habe ich mich noch nie gefragt, Alter. Ja. Angeln, Dingens und Hosen. Richtig, kein Plan. Vielleicht, okay. Vielleicht sind das so die Namen der Besitzer, so Anton, Detlef und, Dietmar und Heinrich. Und Heinrich, ja. Heinrich, ja. Aber kein Plan, wofür das ist. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, jetzt bin ich gerade in der Entscheidungsfindung, ob die Schuhe dazu Filz oder Gummisohle. So, und jetzt scheiden sich die Geister und die einen sagen, also ich glaube, für die Bäche, die wir jetzt hier haben, wäre Filz am besten. Aber wenn du etwas mal auch zum Spot laufen willst oder so, sollen Gummisohlen ganz gut sein. Jetzt gibt es auch von Hodgman, gibt es auch so eine Wechselsohle. Aber da frage ich mich, das kann doch nicht sein, oder? Wenn ich da mit meinen 53 Kilo nämlich draufsteige, dann weiß ich nicht, vermute ich ganz einfach mal, dass ich dann dreimal durchs Wasser warte und ich mir neue Schuhe kaufen kann, weil das Klicksystem irgendwie kaputt ist oder so. Ja, habe ich doch schon. Ruf die an, frag die, was soll's. Also, ganz ehrlich, Filzsohle, die ist halt, damit kannst halt nichts machen, außer im Wasser rumlaufen. Ne? Ja, und was haben die gesagt? Ja, es kommt halt darauf an, wo ich halt angeln möchte. Ich weiß, das Ding ist ja, ey, ich war das letzte Mal warten, ich habe hier eine Warthose, aber hier noch so ein Neopren-Ding, das wollte ich ja nicht mehr haben, mit so Gummistiefel angenäht. So, genau das wollte ich ja nicht mehr haben, weil ich die 3-4 Mal damit warten, also ich hatte auch so eine 70 Euro oder sowas, was sie gekostet hat. Ja, und das war schon echt eine rutschige Sache, wenn ich da einmal ausrutsche und da reinballer, und das kann schon wirklich Brust hoch oder ich sag mal Bauchnabel hoch oder ein bisschen höher kann das Wasser schon sein. Da bei uns, da wo ich vorhab zu warten, da, ja, das, wenn du da absinkst, dann bist du weg, ne? Dann kriegst du dich, das schaffst du nicht mehr. Ist ja? Mir schon mal passiert. Ist mir schon mal passiert. Ich bin ausgerutscht und dann läuft ja das Wasser in die Warthose rein. Dann musst du im Grunde Ruhe bewahren, weil die Warthose zieht sich ja unter Wasser durch die Strömung. Und dann musst du im Wasser die Warthose ausziehen und an den Füßen wieder im Grunde aus dem Wasser herausziehen und dann kommst du erst raus. Katastrophe. Dauert eine Dreiviertelstunde. Aber da du Kampfschwimmer bist, ist das kein Problem gewesen für dich unter Wasser. Stimmt. Ja, stimmt. Rettungsschwimmer. Ja. Ja. Bin ich sogar tatsächlich. Ich bin Rettungsschwimmer selber. Müsste ich mal wieder erneuern. Boah. Ja. Junge, das steht gar nicht auf deiner Facebook-Seite. So kannst du nicht so Awards da dran packen, Rettungs. Oh Gott. Ja. Muss ich noch einfügen. Zweite Frage, Sascha, also die von Benio. Er schreibt, ist wahrscheinlich schon jedem Angler mal passiert, Hänge ging auf Tauchstation. Ist es euch schon mal passiert? Und ich muss einfach mal sagen, nö. Nö, bei mir nie. Doch, bei mir schon. Ich habe auch nie ein Handy verloren, es ist mir noch nie ein Handy kaputt gegangen. So, und dann ist mir ist ein Handy ins Wasser gefallen, war kaputt. Und dann habe ich mir ein neues Handy geholt und dann bin ich ganz stolz in den Angelladen gegangen und habe gezeigt, dass ich mir jetzt ein neues Handy und so eine wasserdichte Hülle gekauft habe. So, und daraufhin haben wir dann getestet, ob die untergeht. Und die geht unter. Das heißt, wenn dir das Handy ins Wasser fällt, bleibt es zwar ganz, aber ist dann unter Wasser. Da hat jemand... auch richtig dumm. Ja.
Das war der Typ, der die Spinnerbait erfunden hat. Der hat gesagt, ja, das funktioniert auch, dann mache ich mal als Raketenwissenschaftler eine Handyhülle. Ja. Okay, also da können wir nicht weiterhelfen, weil er hat geschrieben, ob wir irgendwie wasserfeste Hüllen oder so empfehlen können. Also ich war. Ja, ich meine doch, die neuen iPhones, die sind doch einigermaßen auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja auch. Ja, Spritzwasser. Es gibt ja auch Handys, die wirklich tatsächlich komplett wasserdicht sind. Aber Fakt ist, ich würde trotzdem jetzt nicht testen wollen. Wenn die ins Wasser fallen, also sind die halt auch weg, ne? Ich versuche mich tatsächlich immer so ein bisschen wegzudrehen, wenn ich auf dem Boot bin und ein Handy in der Hand habe, versuche ich mich immer ein bisschen wegzudrehen, aber das, wenn du natürlich hektisch irgendwie mal irgendwie ein Foto machen musst oder so, dann will ich nicht sagen, dass ich das zu 100% schaffe, aber bisher ist toi 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 bei meinen Handys noch nichts passiert, muss ich sagen, ja. Ja, ich klopfe mal auf Holz. Ich habe immer Angst, irgendwie, wenn ich so einen neuen Köder ranfummel an so einer Kombo und ich habe die Kombo dann zwischen die Beine hängen, also ich meine die Angelkombo, und dass mir die dann irgendwie rausfällt, also irgendwie so runterfällt aus so einem dummen Zufall, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, und dann habe ich dann hinterher, ist da so eine Rute im Wasser. Ich habe auch noch nie eine Rute im Wasser verloren, muss ich dazu sagen. Ja. Aber ich habe mitbekommen. Ja, habe ich auch schon. Bei der Fischerino-Tour, erste oder zweite? Nee, erste Fischerino-Tour habe ich meine geliebte Route verloren, ey. Ohne Scheiß. Einfach raushängen lassen und dann über die Bordwand gelegt und nicht drauf geachtet, dann ist die irgendwo hängen geblieben und schwupp. Ja. Tja, also nie wieder gesehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Soundfehler, aber vielleicht ab nächster Woche schaffen wir. Also irgendwie hast du gerade ein bisschen gehakt. Aber so what? It is the Rodcast. Das muss ja so sein. Ja, warte. Hat er noch eine Frage? Ich kann mich erinnern, als der Buddy, das war auch gut, ich weiß nicht genau, irgendwann waren wir mal in Audetonge und der Buddy und der Fabsi, weil die kamen dann, die waren mit dem Olli Gumpel, heißt der Gumpel? Der von Shimano, ja. Waren die unterwegs? Und ja. Sie erzählt, als sie dann ankamen, dass Buddy schon eine Polbrille auf dem Boot verloren hat. Dann hat er auf dem, im Hafen hat er dann eine von Fabi bekommen. So. Und rate mal, was er an dem gleichen Tag nochmal geschafft hat. Ja, weil er seine Cappy so, der hat seine Cappy so, wollte das anders umsetzen oder aufsetzen. Ja, und hat den, Deswegen hat er in dem Video auch so eine Fangschlaufe an der Brille gehabt, ne? Ich meine, ich habe die Dinger auch, ne? Aber das ist so wirklich so ein Selbstschutz jetzt einfach mal so, weißt du? Das ist so, wenn er sich schon mal in den Kopf gestoßen hätte an der Brücke, als er irgendwie aus dem Hafen rausgefahren wäre, hätte er jetzt auch einen Fahrradhelm aufgehabt. Das ist so geil. Ja, okay. Oh Mann. Ja, eigentlich kam dann noch die dritte Frage war dran, das haben mir wirklich einige jetzt auch noch geschrieben, das war jetzt nicht der Benjo der Erste, der das jetzt hier fragt. Wenn ich meine ungefischte Baitcast-Kombo, die ich mir ja gekauft habe, ja die Adrena, wo in der letzten Folge, wer es noch nicht weiß, Folge Nummer 3 hört, ultra lustig auch gewesen, die Folge fand ich. Ob er die dann in 2 Jahren ungefischt weiter an ihn weiterverkaufen würde, ob er Vorverkaufsrecht hätte. So, und da muss ich dem Benjo ganz klar sagen, sorry, Bro, da habe ich die Finger Euro. Drauf für 12 aber Euro. Aber ich muss euch schon ein Deal, ne? Ich war nämlich ja Sonntag damit angeln. Also, ja. Was? Du hast die schon. Ja, also warst du jetzt schon einmal mit Baitcaster? Das heißt, noch einmal mit Baitcaster und du hast dein Jahres. Top von yes, letzten Jahr verdoppelt. Das schaffe ich. Ich meine, das Jahr ist jung. Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe ein paar Würfe gemacht und dachte mir, ach du Idiot, warum hast du dir eine Baitcaster geholt? Gebe ich ehrlich zu. Wirklich. Es ist jedes Mal, wo ich denke, ja, jetzt war es so Bock. Und dann kommst du nicht so auf die, da musst du ja irgendwie anders rauswerfen. Ich habe das beim Buddy gesehen, Alter, in seinem fucking Video. Der wedelt einmal nur so ganz kurz mit dem Handgelenk und dann fliegt das Ding 300 Meter weit. Ja, also ich habe echt, sorry, ich weiß nicht. Ja, der kann, das kann er nicht tun, ne? Mit der Baitcaster, meine Güte. Aber gut, ich bin wie so ein Behinderter. Ist halt Übungssache, ne? Und ich meine für so Behinderte wie uns gibt's ja auch diese Shimano DC. Nee. DC, nee. Oder wie die heißt. Hast du die gesehen? Die hat so ein Bremssystem drin, dass du keine Perücken reinmachen kannst. Kannst du also
wenn ich das richtig verstanden habe, volles Pfund auswerfen und die rollt sich ganz sanft. Aber ich glaube, von Diver habe ich sowas gehört. Vielleicht verwechsel ich das auch und Shimano hat das. Ja, aber wie auch immer. Ja, aber ja, ob das. Ja. Nee, ist Shimano und ja, 100 Spro. 100 Spro. Wie behindert 100 Spro? Keiner lacht außer wir. Ja. Aber ich hatte meinen Routenhalter hatte ich okay. Noch übrigens dabei. Weißt du, wo ich eigentlich gedacht habe, das war der Faye, weil er keine Baitcast-Kombo rein kann, irgendwie aus Folge 1 oder 2. Nee, aber die andere passt so ein bisschen, jetzt, oder was? Bisschen nachhelfen, aber dadurch, dass das gummiert ist, machst du da nichts kaputt. Ich war damit unterwegs und das war mega cool. Also wirklich, ich habe eine Dropshot-Route gehabt und eine halt so halt mit der Bait. Und das war wirklich gut, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil du auf verschiedenen Situationen reagieren kannst und wenn das nicht geht, mal so, ne? Also das funktionierte hervorragend, so wie ich mir das gedacht habe. Also an dem Konzept werde ich weiterarbeiten. Ja, das fand ich ganz cool. So. Stark. Fragen. Ich glaube, du wolltest mir deine Fragen stellen. Ja. Okay, folgender Hintergrund. Und zwar hat mir der Buddy so seine Ködersammlung gezeigt von seinen besten Ködern, dies, das, seinen teuersten Ködern, wo dann einige echt die 100-Euro-Marke. Nicht ein Köder? 100 Euro, ein Köder? Deutlich. Ja. Ja, Mann. Und meine Frage dazu ist, was ist dein maximaler Preis? Ich glaube, ich habe hier einen Illex-Wobbler für 20 Euro oder sowas. So, das ist jetzt, aber ich wobbel ja nicht. Wobei ich jetzt ein bisschen cranken wollte dieses Jahr auch noch. Ich wollte mal meinen Horizont erweitern. Aber ich glaube, 20 Euro ist so ein Illex-Wobbler, weil, ja, den ich mir mal irgendwann mal gekauft habe. Mehr habe ich noch nie ausgegeben für einen Köder. Also, ich habe natürlich 1000 Gummis hier, ja. Ja, aber ich meine, ich komme ja auch, ich sitze ja auch an der Quelle, aber ja, mehr habe ich nicht gehabt. Also ich weiß auch gar nicht, was sind das denn für Köder für 100 Euro? Selbst gemacht. Swimbaits aus Japan. Junge, der ist doch behindert. Abgefahrene Teile. Sorry. Ja, mega geil, aber sowas angelst du doch nicht. Also würdest du sowas angeln? Hätte ich Angst, dass das Ding, ja gut, ich keine Ahnung. Also wenn ich mir sowas kaufen würde, dann würde ich es auch fischen. Dann wäre es mir egal. Alter. Aber ich kaufe es mir nicht. Ja. Ich brauche es jetzt nicht. Keine Ahnung. Weißt du, ich bin halt auch echt ein Legastheniker in der Hinsicht. Ne? Also ich sag mal so, einige Jahre auch schon wieder her, hatte auch nicht so viel Kohle und habe mir für 25 Euro einen Lucky Craft Wobbler gekauft. Das war eine unvorstellbare Summe, dass ich für einen Wobbler so viel Geld ausgebe. So, dann habe ich diesen Wobbler mit nach Roermond genommen, da haben wir uns ein Boot gemietet und sind dann da mit Schleppen gefahren. Und habe den, wirklich, wir sind aus dem Hafen rausgefahren und dann habe ich den lang rausgelassen, den Köder. Und auf einmal kreuzt so ein Segelschiff mit so einem ganz langen Kiel unten drunter. Und erwischt meinen Wobbler und reißt ab. Das bedeutet, also nachdem ich natürlich den Drill meines Lebens mit diesem Segelboot hatte, dieser Wobbler hat genau vielleicht 10 Minuten an der Angel gehangen, dann war es vorbei. Und seitdem habe ich wenig sehr teure Köder. Wenig. Ich habe so auch so 50-Euro-Dinger, aber eher so. Ja, also das sammeln. Kann ich verstehen, also wenn es so Handmade ist oder so, wenn dann da so der Name draufsteht oder keine Ahnung, irgendwie eine coole Lackierung hat, die einfach geil aussieht, weil man sich das irgendwie ins Regal stellen will oder so ein Angelzimmer oder so, das kann ich verstehen, aber also im Moment zumindest ist für mich utopisch, 100 Euro für einen Köder auszugeben, weil das können ja nur Hardbait sein alles, ne, das, ja, so, deswegen, ja. Ich find's halt auch krass, mir ist das halt auch schon echt ein paar Mal passiert, dass ich gerade bei großen, schweren Ködern, dann ist der Rollenbügel zugeklappt oder so. Peng. Und dann reißen die einfach ab. Beim Swimbait wäre es nicht so schlimm, weil ich gehe mal davon aus, dass der oben schwimmt, aber ja, trotzdem.
Ja, jetzt stell dir vor, hast du so einen leicht sinkenden. Gibst du mit Vollgas zu der Stelle hin und guckst und siehst noch wieder so im Nichts. So leicht, so langsam wieder sinkt, so langsam werden auch die Tränen aus Buddies. Aus meinen Augen. So Slow-Mo. So. Nein. Ja, naja. Also wäre nichts für mich tatsächlich. Ja, ich finde schon ganz gut, dass Gummifische jetzt nicht so teuer sind. Und dass man, da muss man ja jetzt echt nicht weinen, wenn da. Das nicht, aber vielleicht ist die Relation dazu. Du verballerst ja schon, also theoretisch könntest du ja mit einem Hardbait, wenn du ihn nie verlieren würdest, und das geht ja nur beim Hänger oder du hast irgendwas gerissen oder sowas, dann ist das natürlich schon günstiger. Dann würde ich schon sagen, dass ich ein, zwei Tüten Gummifische am Tag, wenn ich angehe, schon verballer, ne? Also wenn was beißt. Ja, aber kommt gut. Nee, also ich für mich, also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Ja, musst du mal im Internet gucken. Also abgefahrene Dinger. Buddy, Sebastian hatte, also Sebastian Bienapfel hatte das jetzt auch in seiner Story gepostet und so. Ja, der ist ja verrückt, der kauft ja für 1.300 Euro oder so auf hier Tackle Warehouse ein oder so. Ja, aber gut. Nee, das ist halt geil. Also die haben auch geiles Zeug. Ich sage auch gar nicht, dass ein geiler Köder, dass das kein geiler Köder ist. Ich sage nur, für uns beide ist es zu viel. Ja, Otto Normalangler. Schieß los. Ja, okay, nächste Frage. Was ist dein Angelziel des Jahres 2019? Mit einem Wort? Nee, das wird gar nicht. 50er Barsch, zwei Wörter sind's. Nein, achso, ich dachte 50er Barsch. Nee, ich wollte sagen, kann ich mit einem Wort benennen, aber ich brauchte zwei für 50er Barsch. Ich habe ja noch Fuffi. Du hättest einfach Fuffi sagen müssen. Ja. Also 50er Barsch ist mein Angelziel, definitiv. Okay. Bei dir? Ja. Hast du nicht. Guter. Ja, ich habe so viele, weißt du? Aber also ich hätte es gerne, dass ich bei der WPC mit wem bist du da eigentlich? Mit ganz Daniel? Gut abschneide. Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Mit Daniel zu. Ja. Danke, Habibi. Ich werde euch unterstützen. Ja. Psychisch. Ja, das ist wichtig von hinten, der Support. Ja. Ja, aber da, also sagen wir mal so, ich würde gerne die Zander da mal richtig voll machen. Das hat mich beim letzten Jahr so genervt. Und dieses Jahr muss das mal ein bisschen besser klappen. Hast du gehört? Hast du wahrscheinlich, ja. Ne? Roman und Daniel von Hecht und Arsch an die Predator Tour zusammen? Ist das jetzt ich so? Sag mal, das war so, mal eine Roman Idee. Hat mir das gesagt. Wenn nicht, shame on Roman on jeden Fall. Daher, wenn das nicht so ist, habe ich jetzt hier gerade Gerüchte verbreitet und es liegt an denen, weil er hat mir gesagt. Aber interessante Kombo. Ach, ich weiß es nicht. Ja, also Daniel ist mit Sicherheit jemand, der schon viel auf der Welt gesehen hat an anglerischen Sachen. Roman ist für mich zurzeit der beste Angler am Volker Rack. Ich kenne keinen, der da mehr rausholt und sich besser auskennt. Vielleicht noch Bertus, aber Bertus geht da mit einer niederländischen Gelassenheit dran, die Roman jetzt nicht hat. Der ist ja sehr ehrgeizig, dass er da auch gute Fische fängt. Und wenn die beiden gut kooperieren, das weiß ich nicht, aber wenn die gut zusammenarbeiten, also, du meinst schon gut werden. Wenn Roman dann Daniel guidet, dann kann das gut werden. Oder, aber ich also zu meiner Zeit, als ich an der Predator Tour war das immer im Holland-Steve. Ja, keine Ahnung, ja, weil du bist am Volkerack, ne? Also er muss sich schon im Holland-Steve auskennen und nicht am Volkerack. Ja, gut. Aber sagen wir mal so, er kennt eines der drei Großgewässer ziemlich gut und er weiß, dass man für gute Fische gut arbeiten muss da, ne? Also dass man da nichts geschenkt. Aber er hat mir gesagt, sein Plan war sowieso so ein bisschen auch mal HV und HD dieses Jahr mehr unter die Lupe zu nehmen. Ich hoffe, ich verrate jetzt hier keine Geheimnisse, aber wenn es jemand schafft, Roman ist schon ein krasser Angler. Ja, ein Top-Secret-Geheimnis. Also ich muss wirklich, die Male, die ich jetzt mit Roman draußen war, wie er das Wasser liest und so, das ist wirklich, für mich finde ich, ich finde es beeindruckend, wirklich. Schon echt krass. So, too much love. Hast du noch eine Frage oder war es schon?
Ja, ich habe noch eine, die dritte Frage. Und zwar, wie stehst du zur Catch-and-Release-Debatte? Ja, erläuter mal, was ist denn das für eine Debatte? Das, ob jetzt Catch-and-Release sein soll oder nicht? Oder was? Ja. Ja, genau. Also grundsätzlich ist es ja in Deutschland verboten, Fische zurückzusetzen. Viele praktizieren es trotzdem. Viele sagen, ey, guckt euch Holland an, da läuft es ja viel besser als hier. Ja, also ich finde, das ist echt ein schwieriges Thema, aber ich bin natürlich auch voll auf Catch and Release aus. Aber ich man muss beide Seiten so ein bisschen respektieren. In Deutschland ist es halt so traditionell rausgeboren, eher in Richtung ernähre dich. Ja, und in Holland ist das Kulturgut halt eben Angeln. So, das ist nicht so wie bei uns. Das ist ja nicht so salonfähig, sage ich mal. Wir haben zwar viele Millionen Angler auf dem Papier, aber die Wahrheit ist ja, dass ja nicht so viele angeln gehen, wie die Angelscheine sind. So, und ich bin auf jeden Fall pro Catch and Release und ich finde die Idee, wenn, also wo mir immer das Herz blutet, ist, wenn große Fische halt eben getötet werden. So, es ist also Hechte über einen Meter oder sogar kurz darunter, Barsche über 35 oder 40 Zentimeter, Zander, weiß ich nicht, ab 65 oder so, keine Ahnung. So, das blutet mir das Herz, weil es ist halt nicht so, dass die schlechten Laich haben, sondern die sind, hat mir Fabi erzählt und er muss es ja wissen, der arbeitet ja in dem Bereich, dass die halt eben viel mehr noch dazu beitragen, gute Gene vererben und so, als eben junge Fische, die sich da wie so ein Rabbit gerade durchficken, sag ich einfach mal. Und das regt mich halt am meisten aus, deswegen diese Entnahmefenster. Das wäre zumindest mal so ein Kompromiss, wo ich sage, was ich mir gut vorstellen könnte. Ja, wo auch der Witzig, finde ich wirklich interessant, weil ich habe, als ich mir die Frage einfallen lassen habe, habe ich natürlich gedacht, was ist denn so meine Meinung dazu? Und meine Meinung ist, also ich hätte es lieber in Deutschland, dass wir Catch and Release durchweg machen dürfen, aber ich finde auch, dass wir unbedingt ein Entnahmefenster brauchen. Wie du schon sagst, die großen Fische sind ultra wichtig für die Gewässer und kommen bei unserer Gesetzgebung halt echt zu kurz. Ich meine, die Angler, viele Angler, denen ist doch sowieso scheißegal, was da passiert, die nehmen alles, was sie wollen. So, ne? Ich meine, da gibt es ja auch so ein paar, ich sag jetzt mal, Nationalitäten, die dafür bekannt sind. Ja, ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber grundsätzlich ist es ja einigen auch einfach scheißegal, so überhaupt, was da, alles, es wird alles einfach entnommen. Aber so ein Entnahmefenster, ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, zumindest für Deutschland, der Salon. Also du wirst ja niemals Catch and Release durchkriegen, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren. Aber ein Entnahmefenster, das kriegt man vielleicht schon durch. So, und das ist halt das Ding. So, und genau. Dann machst du Barsche bis 39 und also bis 39 geschützt und ab 40 wieder geschützt. Ja, ist ein Fenster. Ja. Ist ein Fenster. Ja. Aber ist ein kleines Fenster halt. Ja, aber das wäre ein guter Kompromiss, glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Das wäre die beste Wahl, um allen Seiten auch gerecht zu werden. Für Deutschland. Für Deutschland. Gut. Ja, das alles war klar. Meine erste an dich ist, hast du einen Lieblingsangelsong, der immer beim Angeln am Start sein muss? Also nicht ein Angelsong, sondern ein Song, den du beim Angeln, also verbindest du einen Song irgendwie mit dem Angeln immer, auch selbst wenn er schon älter ist, der irgendwie abgespielt werden muss, oder hörst du einfach irgendwas? Also sagen wir mal so, ich habe das, also wenn die AIDA, ich fahre ja gerne AIDA, und wenn die rausfährt, dann hat die so einen Auslaufsong. Und den habe ich eine ganze Zeit lang, immer wenn ich mit dem Boot rausgefahren bin, so die ersten 50 Meter, habe ich den halt laufen lassen. Das erinnert mich aber nicht an Angeln, sondern das erinnert mich halt an AIDA. Ist aber nicht der Barsch auf die AIDA, ne? Dazu müsstest du ein bisschen Fußball kennen und so, ist so ein Einlauflied. Egal. Okay, nee. Ansonsten finde ich dieses Catch-and-Release-Song finde ich ganz lustig, aber nur, weil er auch zum Thema passt. Und ansonsten höre ich einfach gerne Sky Radio. The Best Holland. Radio, ne?
Sky Radio. Sky Radio 101 FM. Aber Slam FM geht auch. Also ich liebe es ja, ne? Wenn, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, einfach, wenn die zum Frühstück Gabba hören oder so, ist irgendwie so sympathisch, finde ich. Ich finde es so sympathisch. Ja, bei Sky Radio läuft ja im Grunde immer nur Popmusik. Das finde ich, ist ein super Kompromiss. Aber ich weiß, ein bisschen Kulturaufsaugen finde ich ganz cool, auf jeden Fall. Bei mir. Ja, nein, ich sag kein Gabba, aber die machen ja schon ein bisschen was Schnelleres. So. Ich weiß nicht, bei mir war Hey Johnny, ich weiß gar nicht, das von Jan Delay. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber irgendwie hat sich das mal so. Vielleicht wegen John Jones. Ja, Mann, das wäre so. Das könnte ich irgendwie, das ist sein Lied so. Ja. Yo. Johnny, warum hast du kein Gebissen? Ja, scheiße, muss ich mir was anderes suchen jetzt. Das ist irgendwie nicht so cool. Aber es war ja abgesehen, ich bin ich gar nicht drauf gekommen. Alter. Manchmal fallen mir ja, wenn ich so Sachen höre, sofort Gags ein. Oder ich meine, es wäre lustig zumindest. Mein Humor, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Und, ja, auf jeden Fall ist es Hey Johnny, ich kann es nicht sagen, warum. Es ist, irgendwann haben wir das vermehrt mal gehört, so. Und dann ist es irgendwie so dazu geblieben. Also immer, wenn ich Hey Johnny höre, verbinde ich. Also ich höre nicht, ich würde es nicht aktiv beim Angeln raussuchen, selten, aber immer, wenn ich es höre, verbinde ich es mit Angeln, sagen wir es mal so. Also was ich natürlich auf dem Boot gerne höre, sind Hörbücher. Da machte ich Daniel zwar immer drüber lustig, ist mir aber bums egal. Der sagt immer, ich höre gerne die 3 Fragezeichen auf dem Boot und dann gibt es ja diesen Justus Jonas. Und die sprechen das Justus manchmal, manchmal aus Yusuf. Wie Yusuf. So, und dann sagt er immer, oh, da ist wieder der Yusuf. Ja. Ach, schön. Ja. Ja, oder Podcast, wie den Rodcast. Das wäre ja der Rodcast. Oder Podcast. Okay. Frage 2. Welche Knoten muss man beim Angeln auf jeden Fall drauf Bitte. Haben? Fuck, ja? Habe ich heute auch drüber nachgedacht. Bombauklad! Wirklich, die habe ich, ey, wirklich. So, und die Frage, als ich die aufgeschrieben habe, ist mir die nicht mehr eingefallen. Gut, dass sie mir nicht mehr eingefallen ist. Aber ich habe auch die passenden Antworten dazu. Also, normalerweise clinch einfach alles, was geht. So, immer clinchen. Clinch, egal. Aber. Roman und Sebastian haben mir den FG-Knoten. Also ich kann ihn hier nicht binden, aber ich weiß, ich glaube Roman, ich weiß schon was Roman, der hat ihn mir auch mal gezeigt, ich habe ihn wieder verloren. Ja. Boah, und ich hab echt 3 Wochen gebraucht oder so, bis ich den drauf hatte und habe hier abends gesessen, meine Frau hat mich für vollkommen verrückt erklärt und habe geknotet wie ein Irrer. Und jetzt habe ich ihn drauf. Ich kann jetzt den FG-Knoten und den, das ist jetzt mein absolut Favorite-Knoten. Okay. Mehr braucht man eigentlich nicht, ne? Brauchst du wirklich, also ich habe ihn jetzt, ich kenne den Clinch-Knoten so aus dem Angelverein, früher noch als Wirbelknoten, nenne ich das einfach mal, weil man da so Wirbel immer angebunden hat. Aber genau, Clinch-Knoten habe ich mir auch so überlegt. Und Schnurverbindungsknoten. Du hast jetzt einen FG-Knot oder einen FG-Knoten. Ich benutze einen Alberto-Knoten. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wie meiner heißt. Das sind einfach 2 Clinchknoten aneinander, also ineinander gedreht. Nee, Alberto ist ein Schnurverbindungsknoten. Ich weiß nicht genau, was du jetzt damit bezwecken willst. Also wenn ich einen Snap zum Beispiel mache, dann würde ich es, glaube ich, mit. Ja. Das ist dann der Clinchknoten, glaube ich. Snap verbinden. Ja. Okay, und du kannst ja im Grunde 2 ineinander laufen lassen, 2 Clinchknoten, dann hast du einen Schnurverbindung. Keine Planung. Aber ich dadurch, also der Alberto ist halt eben für der feine Schnur, der geht halt durch die Ringe. Wenn du ihn richtig gut machst, geht er halt auch durch Ringe und also Fluorcarbon und die Schnur. Und deswegen benutze ich den überwiegend oder eigentlich nur. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, manchmal ist so ein Schlaufenknoten ist auch nicht schlecht. So. Aber brauchst du jetzt vielleicht beim Raubfischangeln weniger. Aber mehr brauchst du halt nicht. Du brauchst eine Schnurverbindung und du brauchst wirklich so einen scheiß Clinchknoten. Ja, stimmt. That's all, ne? Ja. Eigentlich ist das Angeln einfach, ja. Ja. Ja, gut, wenn du jetzt noch ein Boot hast, dann kommt noch ein paar Angebot, andere Knoten Ich habe ein Angebot. Ohne Scheiß, gerade eben reingekommen. Für dein Boot? Gerade eben reingekommen.
Okay. Nee. 12 Euro. Natürlich unter dem Preis, was ich mir erhoffe, aber ich weiß noch nicht. Ich hatte ja eigentlich, ich habe ja alle heiß gemacht, ja. Ich habe mich jetzt informiert so ein bisschen. Ich dachte mir, okay, packst du dann wertsteigernd, weil ich jetzt gedacht habe, noch ein Jahr einfach irgendwie so ein Angelboot zu besitzen, ohne dass ich richtiges Equipment drauf habe, ist scheiße. Also habe ich mir schon mal so ein bisschen ausgeguckt, Frontmotor, also Bugmotor und was für ein Echolot, was es da gerade so Neues gibt und so. Und ja, aber jetzt brauche ich mir dann doch nicht die Gedanken machen, das doch zu kaufen. Es war doch alles doch ganz schön teuer, muss ich sagen. Wenn Nachwuchs ins Haus steht, dann sind das Ausgaben gewesen, die bei mir finanziell jetzt nicht so krass passen würden. Aber du hättest natürlich als finanzielle Reserve ja. Die 12 Euro, die ich dir angeboten habe. Ja, das ist gut zu wissen, ey. Ja. Okay, komm, letzte Frage. Was hältst du von Nockstoff beim Angeln? Ah, finde ich großartiges Thema, großartig. Ich würde gerne, dass es funktioniert. Ich habe aber null Beweise, dass es funktioniert. Und ich, das ist bei mir genauso, Alter. Ich glaube, das ist eine Werbemasche. Ey, aber, weißt du, pass auf, ich sag dir mal eins. Du hast einen Schwarm Barsche, der so ein bisschen zickig ist, ja? Dann nimmst du 1000 Köder und die gucken den Köder mit dem halben Arsch nicht an. Dann nimmst du einen Dreckstauwurm, hängst ihn da dran und jeder Barsch im Umkreis von 40 Kilometern rennt auf diesen wie Bellyboot-Angler am Start von einem Schiff. Ist dir völlig egal. So geben die Gas? Ja, so geben die Gas. Kannst du dir genau so vorstellen. Die Metapher finde ich immer noch großartig, wie ich mir überlege, wie die vom Start wegballert, Alter. Hey, da habe ich ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich finde dich so großartig. Das finde ich so lustig. Ja. Die Vorstellung. Ja. 3, 2, 1, Start! Und da siehst du es wie so Enten, weißt du, wie so Enten, die gerade so. Und dann so in der Mitte tun sich so zwei sehr ehrgeizige hervor. Oder vielleicht benutzen sie die Ströme und da sind dann so wie beim Fahrradfahren, so hintereinander weg. So. Ja. Wäre auch geil, so ein Windschatten, weißt du? So. Das würde ich mir wirklich. Gibt's da, wenn das jemand hört, gibt's da Luftaufnahmen von dem Start? Das würde ich mir so gerne angucken. Vielleicht stelle ich mir das komplett falsch vor. Man darf irgendwie schon zu einem Spot sich hinbewegen, schon vorher oder so. Ich habe keine Ahnung, aber das muss. Nee, ich nehme das vor, dass sie alle in einer Linie unter der Brücke stehen und dann mit Vollgas losfahren. Vollgas. Ich würde stehen bleiben, ich würde sie alle wegballern lassen, würde unter der Brücke angeln. Beste, ja. Ja, beste. Ja, aber vielleicht haben die auch alle E-Motoren gehabt und so ja. Und sind da weggeballert wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Torpedo. Torpedo. Ja. Ja. Nee, das war's. Okay, nächste Frage. Das war's. Boah, ich war jetzt so am Fragen. Ja, wir haben am Anfang relativ viel dummes Scheiß gelabert. So, das ist nach hinten raus 66 Minuten, sehe ich gerade. Wobei, wir labern ja vorne weg auch noch ein bisschen. Also, keine Ahnung, wo wir am Ende landen. Aber ja, das war es auf jeden Fall von uns. Ja. Okay, pass auf, dann ich war noch in Troisdorf bei Rheinland-Rothe. Ich habe mir das neue Pike-Hunter angeguckt. Alter Schwede. Ja. Geiles Ding, ohne Scheiß. Diesmal, also ich mochte das Pike Hunter davor als gutes Angel- und Arbeitsboot. Das neue ist in einer ganz anderen Liga. Haben die das hier jetzt auch so optisch aufgewertet auch? Ja, es ist, also sagen wir mal so, wenn es so wird, wie ich mir das vorstelle, ja. Wird es richtig geil. So mit Rutenfach und 1000 Staufächern und dem Steuerstand an der richtigen Stelle. Und auch an der Seite sieht es cool aus. Hört sich gut an. Das, ja, Thorsten, ich melde mich freiwillig ja. zum Testen. Für alle, die es nicht wissen, das Pike Hunter ist das von Rheinland Boote eigens konzipierte, designte und hergestellte Alu, vollverschweißtes Alu-Boot. So, also wo die komplett ihr Know-how reingeworfen haben. Ist, glaube ich, noch mittlerweile die dritte Serie, die sie so rausbringen, oder? Ne? Ja, also da hängt, ja, da ist richtig. Wirklich ein bisschen Know-how dahinter. Das sind auf jeden Fall solide, gute Boote. Und wenn jetzt noch halt eben nochmal mehr, nochmal das Lametta am Tannenbaum hat vielleicht gefehlt bei den alten.
Und wenn das jetzt noch da ist, dann ballert es richtig. Und maximale Motorisierung? 150. Schätz mal. Ja, okay. 115. Ja. 115. Ja. Aber Alter, damit gehst du so fliegen. Damit gehst du so fliegen mit dem Teil. Das wiegt ja nur irgendwie 350 Kilo oder so. Großartig. Ja, aber du guckst doch erstmal dein Nitro, Digga. Und wenn. Ja, aber wenn alles gut läuft, kann ich eins von denen mit nach Italien nehmen. Alter, da drücke ich die Daumen. Das ist richtig geil. Ja. Ja, da habe ich echt Bock drauf. Vor allen Dingen auch hier Seewasserfest und so. Da, das macht läuft. Macht der, aber kannst du mit dem Nitro schlecht machen. Wäre natürlich mal interessant, so ein bisschen auch mal so auf dem Meer zu zeigen. Dann. Oder ist es gar nicht, seid ihr gar nicht am Meer? Doch, ne? Ja, ja. Ja. Doch, doch. Wir sind sowohl am Po als auch am Meer. Ohne Scheiß. Ich denke jedes Mal, wenn ich den Namen Po höre, denke ich, welcher Otto hat dem Fluss diesen Namen gegeben? Aber gut, war kein Deutscher. Bestimmt irgend so ein Italiener. Was? Kann man gleich festhalten. Das war kein Deutscher. Frage ist, ob der auf Italienisch auch Po heißt. Das gilt es zu klären. Das gilt es zu klären. Ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr das wisst. Unter post@rodcast. So ist es. De. Richtig. Ja, also ich habe gehört, wir haben so ein paar Tonschwierigkeiten vielleicht gehabt. Wieder sorry dafür, ihr wisst das. Also irgendwie gehört das ja auch dazu. Aber wir sind dabei. Wir brauchen ja ungefähr so ein gleiches Setup für die nächste Folge. Verspreche ich Besserung, dass das alles ein bisschen vielleicht. Liegt alles am Lawinski, nicht an mir. Keine Angst. Natürlich nicht. Ja, genau. Aber sonst bedanke ich mich. War, glaube ich, die längste Folge jetzt hier. Denkt an, es wird immer wir werden länger. Immer länger. Denkt an post@podcast.de oder schreibt uns über Facebook und auf unserem Facebook-Channel abonnieren wir dann. Ballert uns einfach mit Fragen zu. Schreibt jedem Scheiß, ist egal. Wir werden auch, das beantworten und wir werden das auch bearbeiten. Egal, mysteriöse Fälle, wir erörtern das und gehen wie Sherlock Holmes. Ja. Gehen wir auf die Suche. Und Watson gehen wir und auf die Watson? Suche nach der Wahrheit. Ja. Besser als Aktenzeichen XY so. Jemals sein könnte. So sind wir dann. Okay, und ja, ich bedanke mich. Euer Fischerino. In diesem Sinne, auf in die Baker Street. Petri Heil. Bye, bye. Petri Heil. Ciao.